positive Arbeit. Dispositiv. Was ist der Unterschied zwischen fixen und variablen Kosten? Ich vergesse. Wir haben ja schon das Schlagen dieses Tisch. Es handelt sich ja nicht um einen Neubau, sondern um ein saniertes Gebäude aus den 70er Jahren. Das war ein sturer Flur mit zweiseitig angeordneten Klassenräumen. Davon ist natürlich nichts mehr übrig, außer der Beton-Skelettstruktur des Gebäudes. Das Besondere an dieser Raumstruktur ist, dass es keinen Flur mehr gibt. Der ist ein offener, flexibel nutzbarer Bereich, der fließend übergeht in die einzelnen Klassenräume. Das heißt, wir haben transparente Wände, Glaswände und Schrankwände, die keine Türen mehr haben. Und wenn man den Lernbereich, wir nennen es nicht Klassenzimmer, sondern den Lernbereich für sich betrachtet, gibt es dort im Gegensatz zum klassischen Raum kein Vorn und Hinten mehr. Auch die Möbel korrespondieren damit, sodass man den Raum flexibel möblieren kann. Dort, wo die Gruppe oder der einzelne Schüler etwas erarbeitet hat, kann er es an Ort und Stelle präsentieren. Auch da musste man natürlich wieder auf die Akustik aufpassen, dass ich an allen Punkten des Klassenraumes einheitliche akustische Verhältnisse habe. Ach so, einfach mehrfach. Verschiedene Sorten. Strom, es gibt nur eine Form von Strom. An, aus. Also wir haben hier nicht 110 Volt und 220 Volt und 230 Volt. Starkstrom gibt es eventuell noch, okay. Aber in der Regel ist das nur ein Produkt. Einfach. 1200. Und die ging dann ins Schlussbilanzkonto, Bank. Das kommt noch. Und dann machen wir die Gegenbuchung. Ja, mach ich auch. Ein Moment. Wir kamen in die glückliche Lage, dass wir ein ehemals asbestsaniertes Gebäude sanieren konnten mit den Konjunkturmitteln. Und da sind wir von Anfang an ziemlich intensiv in die Planung eingestiegen, haben eine Kommission gebildet. Ziel dieser Projektgruppe war im Wesentlichen einmal für die Schülerinnen und Schüler möglichst optimale Lernbedingungen zu schaffen in Bezug auf Methodenvielfalt im Unterricht, aber auch in Bezug auf selbstorganisiertes Lernen. Auf der anderen Seite wollten wir aber auch für die Lehrer gute Bedingungen schaffen, sodass die Lehrer auch etwas entlastet werden, dass sie also kurze Wege haben, dass sie gute Sprach- und Akustikbedingungen haben. Und ich glaube, es ist uns hier sehr, sehr gut gelungen. Wichtig dabei war sowas wie Beleuchtungskonzept, ein akustisches Konzept, die Lichtdurchflutung, die Transparenz, die Offenheit, um eben auch besonders offene Lernformen zu fördern. Wir haben ein positives Lernumfeld geschaffen. Das sagen jedenfalls jetzt die meisten Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrer. Sie fühlen sich hier wohl und ich denke, das ist heute unumstritten, dass eine solche positive Lernumgebung positiv für den Lernprozess sich darstellt. Und wir sind jetzt sehr froh, dass wir dieses Gebäude so haben, wie es hier ist. Ja,